Wir machen heute nochmal Bumper Extrem. Wir haben hier keine professionelle Veranstaltung. Es geht um den Spaß. Es geht darum, den Bogensport nach vorne. Und da ist auch Bumper Extrem drin. Aber du, Sparo. Es ist jetzt ziemlich exakt 2 Jahre her, als ich zuletzt im Schwarzwald war, um mit Thomas und den anderen die X-Flöcke zu setzen. Ja! Wir haben vor, heute das X voll zu machen. Ah, den Hinteren in den Kopf! Unglaublich! Du Spinner, das soll man gar nicht! Und heute ist hier das Bogensport-Extremtreffen. Wir wollen langsam anfangen. Ich möchte mich als allererstes natürlich, ich bin total geflasht, das finde ich einfach klasse. Ihr wisst es alle. Es ist einfach schön, noch der Kurs von Bogensport Extrem noch dabei und so viele Freunde. Und ich habe es ja schon zigmal geschrieben, wir wollen den Bogensport voranbringen, dass ich jetzt vorne dran stehe. Sei mir verziehen. Mach nochmal. Wir starten mit einem 3D-Turnier, Bogensport Extremturnier, 6 Ziele. Zu gewinnen gibt es einen Bogen. Wer konnte damit rechnen? In meiner Gruppe für das Turnier waren Nastja, Yvonne und Mitch. Ja, cool. Unter Druck entstehen Diamanten. Ja. Dann kommt hinterher dieses, was ich in der Schulball-Challenge schon gemacht habe, Final Arrow Win. Auch eine ganz kurze. Das sind alles kleine Challenges. Die sollten eigentlich alle so nach einer Stunde, spätestens anderthalb, sollten die beendet sein. Zwischendurch immer quatschen, was trinken. Es gibt noch keinen Alkohol, es ist nicht so heiß. Ich habe gestern 4 gemacht. 4 und 4. Macht das nicht. Nicht gut. Bin zusammengebrochen. Aber nochmal, es wird heute richtig heiß. Seid verantwortungsbewusst. Und wenn ihr Getränke nochmal zwischendurch kauen, Getränke stehen bereit. Getränke stehen für uns bereit im Sinne. Und ich habe ein Kessel daneben, das heißt, was er rausnimmt, entweder er merkt es euch, was er getrunken hat, und gibt es dann am Ende oder auf den Salzleich. Dann muss man so lange drüber nachdenken. Ganz genau, bitte seid gut. Wort zum Samstag. Alles voller Menschen hier. Looks good. Hey, der ist im Kill, glaube ich. Ja, aber ich glaube, da kommt hinten nur noch der Fuß. 1, 2, 3, 4.
Oh, schön. Schießt sie länger als du oder hat sie Glück? Ja. Ah. Hi. Also man sieht von außen den Unterschied. Also ja. Deiner hat auf jeden Fall mehr Schwingung wie der mit den statischen. Bin immer interessant. Bin immer gespannt. Vielleicht mal noch in der Slow-Mo-Aufnahme. Das wäre auch eine Idee. Der hat 65. Der müsste fast so rauskommen wie deiner. Findest du, ja? Ja, schon mal. Der ist auf jeden Fall schön weich. Einmal links, einmal rechts. Natürlich. Hab Nastja Killnet. Wow, wow, was für eine Performance, René. Sehr schön. Na. Also deine hat er zumindest mal ein bisschen gebrochen. Hm. Aber ihr seid immer ja 4, 5, 6 Jungs oder so? Ja, heute sind es bloß wir. Zwei und da. Ja, ich hätte auch lieber hübschen Raum mitgenommen. Ja, die hässlichen habe ich alle reingelassen. Ja, ist gut. Ne, sorry, habe ich nicht gleich erkannt. Alles also, gut, alles gut. Was wünschst du, Hase, Jan? Sag mal, das ist schon Drohne. Ich weiß, ein Kinderspielzeug wie das Ding da. Das Ding? Das Ding da, da. Das Ding da. Der komische, umgebaute Massagestab da. Das ist schon da vorne mit der Linse. Oh, der könnte im Hütten. Welches ist das? Ah, Rehbock. Ah, da steht. Rehbock. Ah, da stehen der, ja. Ach, da hinten ist auch noch einer, der liegt, ja. Ich war ein Zier. Ich habe jetzt auch schon stehen, den Kopf. Oh, schön. Angeber, denn. Dann kommt hinterher dieses, was ich an der Schulboard-Challenge schon gemacht habe, Final Arrow Win. Auch eine ganz kurze. Das sind alles kleine Challenges. Die sollten eigentlich alle so nach einer Stunde, spätestens anderthalb, sollten die beendet sein. Wir fangen jetzt an. Final Arrow Wins. Wer die Schulboard-Challenge verfolgt hat, weiß, wo im Großen und Ganzen, worum es geht. Da war es mit vier Pfeilen. Wir machen das heute mit drei Pfeilen. Es soll eine schnelle, spaßige Veranstaltung sein. Ich benenne ein Ziel. Auf dieses Ziel bitte ich im ersten Durchgang auf Kommando drauf zu schießen. 3, 2, 1, los, heißt das Kommando. Und nicht 3 und der erste Pfeil fliegt. Versucht ungefähr bei los loszulassen. Ungefähr. Zweite Scheibe. Zweite Scheibe. Also die mittlere spricht. Zweite Scheibe. Ich bin auch so weit. Achtung, Pfeile.
Möglichkeiten, dreimal auf das Ziel zu schießen, mit allen drei Pfeilen. So, jetzt könnt ihr halt kommen hierher. Sofort. Jetzt könnt ihr frei. Renate, konzentriert euch. Wenn ihr könnt doch abwechseln. Guten Tag. Hallo Sven. Grüß dich. Das sind alles voller Leute hier. Gut. Jawohl, Mann. Das ist aber gut. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Du warst zweimal drin, oder? Dreimal? Dreimal. War das die Scheibe oder war es das Grün? Wie oft hast du drauf? Ich glaube zweimal, aber ich weiß nicht, ob ich nicht nur im Grün bin. Chaka! Dann zählt es nicht. Zwei oder dreimal kann ich. Ja, egal, aber wir haben es getroffen. Chaka, dein Sohn hat zweimal getroffen auf jeden Fall. Schau mal, ist auch getroffen. Dann gehe ich vor und zwei, drei andere. Alle anderen suchen die Pfeile, die das Ziel nicht getroffen haben. Und nur ich hole die Pfeile, die im Ziel stecken. Und diese Pfeile, die im Ziel stecken, die kommen in die nächste Runde. Soll heißen, wenn ihr dreimal das Ziel trefft mit euren Pfeilen, kommen drei Pfeile in die nächste Runde. Wenn ihr nur einmal trefft, kommt nur ein Pfeil in die nächste Runde, könnt ihr aber immer noch gewinnen, weil das Spiel geht so lange weiter, bis ein Pfeil übrig ist. Ganz einfache Regeln. Ich ziehe die Pfeile im Ziel und die kommen in die nächste Runde. Und ich sage dann halt auch, wo es hin drauf geschossen wird. Ja! Falsch geht's los. René. Yeah. Ist die Auszeichnung, dass ich René getroffen habe und überlebt habe. Die Rechtshänder, was wie immer so das Gros ist, ne, müssen mit dem Linkshandbogen schießen. Und ihren eigenen Pfeilen. Da ist das Ziel. Die Ziellinie wie immer hinten. Da stecken wir einen Pfeil hin. Da stecken wir einen Pfeil hin. Jawohl! Im schlechten Haus gibt es auch gute Menschen, habe ich gehört. Manchmal, ja. Könnte auch nett sein, ja. Da ist die Entfernung. Da bitte ich, von da bin ich zu schießen. Bitte einer nach dem anderen. Gerne links. Hier dann rechts habe ich ja sowieso. Und links und rechts zusammen erstmal. Und dann die rechten hinterher. Eure eigenen Pfeile bitte. Die Rechtshänder links. Einen Pfeil erstmal. Weil eure eigenen Pfeile, die erkennt ihr nämlich auch wieder. Ne? Weil die raus, die schwarzen in der Mitte sind. So, dann fange ich mal damit an, mit allem. Als allererstes nochmal riesen Dank an euch alle, dass ihr gekommen seid und dass ihr uns unterstützt. Wie gesagt, Christina ist es noch, wir sind die beiden einzigen jetzt vom Core-Team, die anderen lassen sich entschuldigen, ihr wisst Bescheid. Steve, wer lieber hier, mag auch, aber
so ist das Leben. Und als zweites natürlich ein Riesendank nochmal an hier die Lokalität, Familie Buchholz, einfach ein Traum, was hier gemacht wird. So, also nicht klatschen bitte, sonst habt ihr mitgekriegt, mein Hund mag das nicht. Und was mein Hund nicht mag, Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Nochmal, Christina und ich haben uns Mühe gegeben, bei den 6 Zielen da wie ich zu stellen. Der Drache, die Pfeile werden noch geborgen, definitiv, ja, okay. Die sind nicht verloren. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden die geboren. Und dazu kommen wir gleich zu dem Ergebnis von der Doppelhander-Runde. Als allererstes, wie immer, Final Arrow wins, weil da gibt es nur einen Gewinner und das war sehr souverän. Paul, willst du was sagen? Er gewinnt natürlich einen Bogen, wie schon gesagt, und bei Final Arrow Wins, wie so ist, gibt es nur einen Gewinner. Und das bist du. Der Bogen sei dir. Schön, danke schön. Das ist freundlich. Sehr geil. Die Bögen. Als wirklich ganz, ganz wichtig, die Bögen sind gesponsert von Archer's Empire. Das ist der Sohn von Henry Botnick, der Tom Botnick und der Adrian May. Die zwei haben Archer's Empire gegründet und wir als Bogen von Extrem arbeiten zusammen mit Henry Botnick. Aber jetzt auch ganz eng arbeiten wir zusammen mit Archer's Empire, mit Tom Botnick und Adrian May. Die bringen für uns auch demnächst einen eigenen Pfeil raus, einen eigenen Schaft, Carbon-Schaft, der wirklich... Und ihr kennt mich, der so das letzte i-Tüpfelchen ist auf dem Markt. Aus der Praxis für die Praxis. Der ist aufgebaut auf den Elsubro, den wir ja auch mit den ganzen Eigenschaften versorgt haben, Steve und ich. Und hat noch 2-3 zusätzliche Eigenschaften, die mir halt sehr persönlich sehr wichtig waren. Ihr werdet es erfahren. Also, das war der erste Gewinner, Paul Buchholz. Sehr gut. Danke sehr. So, wir kommen jetzt zu der Auswertung von Punkteschießer von der Scheibe. Beide Scheibe. René! Was? Platz 2, Paul! Was? Was? Yeah. Und zuletzt! Wo liegt er? Misha? Was? Was? Echt jetzt? Ja. Als Servant macht. Das ist schon nicht gut. Nee? Das sicher. So, das war's. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Und jetzt machen wir noch eine ganz kleine Challenge: 3 Luftballons. Die stelle ich noch schnell. Da stellen wir uns hier alle zusammen in einer Linie auf und schießen dann auf Kommando auf die Luftballons. Ich hoffe, das funktioniert. Deiner? Ich habe gesehen, dass er eine Pfeile weggenommen hat, das ist mit so viel guten Mutter. Danke dir. 20 Euro. Die letzte Challenge möchte ich dann gleich stellen. Gehen wir gleich zum Doppelhalter. Doppelhalter, ich hoffe, euch hat es gefallen, wie schon gesagt. Machen wir gar nicht lange rum. Erster Preis, ich fange gleich von vorne an. Das ist die Reni Hess. Tatsächlich. Mit 14 Punkten. 14 Punkte. War alles sehr, sehr knapp. Einen wunderschönen Hunterstick. Signiert. Ja, jetzt bist du raus. Keine Arme, keine Kekse. Wunderschöner Hunterstick von Archer's Empire gestiftet. Ist ein sehr hochwertiger Bogen ohne Sehne. Tut mir furchtbar leid. Aber ich finde auch diese Farbgebung wunderbar. Unterschrieben von Tom Bondick und von Adrian May. Gerne auch von mir, wenn man drauf Wert legt. Aber hey. Ja, hallo. Erst wenn man noch fragt. Das ist dein Gewinn. Bitte sehr. Platz 1. Oh. Das ist gestiftet von Joris Abel.
Das ist dein Preis. Das ist sehr, sehr geil. Sehr stark. Mit 13 Punkten, da haben wir. Dritter Platz, 12 Punkte, die Chris Schneider. Yeah. Chris, such dir was aus, komm. Das geht jetzt immer nach aussuchen, such dir was aus, da liegt alles, was du haben kannst. Und du kriegst natürlich. Und wenn sie links dann noch. Und du kriegst. Mir gehört auch ein Tab mit rechts oder links, also ein Tab von Steve dazu. Hast du sowas? Das ist sehr geil. Und wird man, das ist wirklich was Hochwertiges? Du bist Rechtshänder, ne? Sagen Sie, welche Meise. Du kannst dir was raussuchen, bitte sehr. Sehr schön. So, ja, ja, komm. Das Tab und noch irgendwas dazu. Ach, ist alles so schön. Ich nehme. Gut. So, und ab jetzt gibt's die Preise, bis nichts mehr da ist. Der vierte Platz, Rolf Hess. Mit 11 Punkten. Alles ein Punkt Abstand. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Immer nur eine Sache jetzt. Such dir was raus. Der Einzige, der größer ist hier. Weißt du, was schlimm ist jetzt? Der fünfte Platz, Mika Wittenberg. Mika, du mit 11 Punkten. Was raus. Ein kleiner Bär. Dein Ding kannst du auch einen Bison haben, den haben wir schon. So, gerne. Sechster Platz, Mischa Schütz. Hey. Sehr geil. Also nochmal auch ein riesen Dankeschön an René. Prometheus, ist er noch da? Meistens meint er sowas. Leute, echt nochmal. Yeah. René ist einfach eine Show. Den Bison. Aus, ja, ja, genau. Achter Platz, Yvonne Bühler, weiß es. Nicht mehr da. Ich glaube, die sind gerade weggefahren zum Einkaufen, Thomas. Wer war das? Das war die Blonde. Danke dir mit dem Gesicht. Kommen die nochmal? Die kommen nochmal. Dann ist gut, dann kriegst du es da. Und der letzte Platz, die Nummer 10, ist Sarah Hedrich. Wer ist das? Hey! Bitte sehr. Könnt ihr doch in die sein. Prima, das war die Doppelhander-Challenge. Und jetzt kommt die Links-Rechts-Challenge, gewonnen hat. Links-Rechts-Challenge, der Kevin, wo ist der Kevin? Yay. Das ist ein neues Erdziel, gell? Finde ich sehr geil. Also sah aus, als hättest du es schon mal öfters gemacht. Ehrlich, das war sehr, sehr stark. Aber das ist ein Linkshand. Und du hast super geschossen mit Linkshand. Linkshandbogen. Ich finde es geil. Auch nochmal gesponsert von Archers Empire. Gibt's, die laufen noch unter botnikbows-shop.com. Blenden wir auch noch alles unten ein. Die ganzen Sponsoren werden natürlich unten eingeblendet. Genauso wie hier auch noch Sachpreise sind von hier Paul Buchholz vom Bogenparcours Schwarzwald. Auch jetzt hier das Ganze, was Mocha Archery gemacht hat. Das ist alles gesponsert. Ich finde es auch wirklich sehr, sehr geil. Und danke, danke, danke für alles. Es fängt jetzt gerade erst an, das Grillen. Bitte genießt das Ganze. Geht wirklich, unterhaltet euch, knüpft Kontakte, gebt Gas, sage ich einfach nur. Und bleibt uns einfach treu. Ich bin stolz auf euch. Danke. Die Sachen da gewonnen. Ich bin gut, ne? Ja, genau, genau. Yvonne, was hast du gewonnen? Honig. Honig, sehr schön. Sehr schön. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start.
Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Die Haare, so machst du immer diese Kampfpose. Das ist, ja, eine Kampfpose. Du bist voll die Poserin. Ich bin keine Poserin.